Heiter geht's weiter mit unserer munteren Reise durchs Irrenhaus. Wir sind immer auch auf der Suche nach dem Pfarrer. Letztes Mal hieß es erst draußen. Und jetzt auf einmal ist er in der Frauenstation. Wieder mit dabei, das Dürmelein. Hallo Dürmelein. Und die Nuss. Nuss. Was, ich bin kein Nuss-Fan. Ich will dir mal anmerken, erstaunlich, dass du das alles noch weißt, was passiert ist. Ja, ich hab derweil mal in die Aufnahmen geguckt. Oh, das ist ja mal ein schöner Brunnen hier. Leg dich da mal rein, Nick. Kann ich hier mit euch baden? Die warten schon auf dich. Badespaß mit Nick. Oh mein Gott, ich kann da echt baden! Ja! Ja, nur noch rein hier. Ich nimm mich mal neben den Lumpen, ja. Ah, schön. In diesem Sinne. Dürmlein, ich habe gehört, du möchtest ein Thema mit den Zuschauern besprechen. Von äußerster Wichtigkeit. Denn vor der Aufnahme hat sich Folgendes ereignet. Nuss und ich, wir haben uns ein bisschen unterhalten über unseren Tag, was sich so ereignet hatte. Und auf einmal kommt Dürmlein wieder, denn zuvor hat er sich mit den Worten verabschiedet, dass er mal eben die Klosette aufsuchen muss. Naja, und dann kommt er wieder und sagt, er hat alles gehört. Ja, Nuss, möchtest du jetzt die Problematik mal erläutern? Naja, er hat ja ein relativ großes Geschäft errichtet. Vor allem errichtet, er hat's gebaut. So, ein Klumpen, da kommt der nächste, oh ja. Yeah. Gut, das wird mir jetzt ein wenig zu vulgär. Oh, da geht's rein. Ja. Nun ja. Gott, das Komische daran ist, dass er halt seine Kopfhörer noch halt anhatte während seines Geschäfts. Und ich habe das sehr hinterfragt. Ey, zu meiner Verteidigung. Ich habe ein kabelloses Headset und wenn man die Möglichkeit hat, auf Toilette zu gehen, ich glaube, ich spreche für jeden richtigen Gamer, der würde das auch ausnutzen. Allein, egal, ob man im Gespräch ist oder Musik hört. Wer redet da mit mir? Wo ist der Fahrer? Da! Nuss, weißt du, was gleich passiert? Ja. Selbst Abraham musste seinen Blick zum Boden senken. Aber bald schon. Hier lag die Offenbarung ist nahe. Okay. Nahe. Bitte. By the way, wegen der Klo-Geschichte, ne? Nahe. Und ich will ja auch nichts verpassen. Er belauscht uns immer beim Kacken. So richtig krank. Also, falls euch wundert, Dürmlein kam noch immer nicht vom Klo wieder. Er sitzt noch auf dem Pott. Jetzt gerade mit einer... Oh, wartet, ist Wallrider nicht dieses gruselige Ding, was mich einmal erschreckt hat? Ja. Oh, du hast es auch gemerkt. Respekt! Dankeschön, dankeschön. Ist er das? Nein. Hey, hier nicht spoilern, was soll der Mist? Ah, die Tür geht bestimmt auf, ne? Oh, nein. So ein Bretter. Ich fühle mich. Was ist das? Mein Toilette. Ist das ein Häcksler? Das ist doch. Dürmelein, bist du da drin? Oh nein. Ich will hier raus. Ich will nicht durch die Tür da. Komm, mach die Augen zu und geh durch. Och, nicht die Schicke. Oh, was ist das denn hier Schickes? Ich erinnere ich mich gar nicht. Ey, mir läuft jetzt gerade schon der Schweiß. Ich will weg. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo er ein paar Schlüssel gleich suchen muss. Um hochzukommen zum Priester. Okay, ich komplett verdrängt anscheinend. Ah, ja, jetzt genau. Weiß ich's wieder. Ich habe die Stelle auch so gehabt, also... Nicht weil die gruselig war, sondern so lang gezogen. Ich hab grad spannende Musik, oder? Ja, jemand hat auch gerade kurz gegen die Tür getreten. Ne, das war ich, hab die aufgewämst. Getreten? Es gibt einen Unterschied. Oder. Ah, ne, das ist nur meine Taschenlampe hier. Aber es war wirklich jemand da. Hast du recht. Ach Quatsch, ist doch niemand hier. Ich weiß gar nicht. Ich hab Puls. Ja, weil du gerade von laufen bist. Ich trau mich nicht ganz raus. Ach kommt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Lass mich raus! Einfach dicht. Ja, noch habe ich hier nichts Gruseliges gesehen. Guck mal, da steht jemand. Grüß dich. Hallo? Möchtest du frei? Raus aus meiner Haut! Alle! Befreien ihn mal nicht. Kein Sorge, ich bin nicht in deiner Haut. Oh ja, hier ist der Fahrstuhl. Wie soll ich das schaffen? Hä? Oh, komm schon! Oh, Gott sei Dank. Ja. Ist ja richtig muskulös. Priester! Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand folgt. Priester! Hallo! Oh, jetzt hat der Lump sich schon wieder... Da ist er. Ja, ich komme. Da, Batterie rechts. Von dem... Danke. Oberen Stockwerk, ne? Jetzt bleib doch endlich mal stehen, Priester! Ich such dich jetzt schon seit 2 Folgen! Oh. Ein Stockwerk noch hoch, dann kannst du zu ihm rüber. Kann ich hier irgendwo hochspringen? An die Lampe? Nee. Vor allem, warum solltest du das können wollen? Ich glaube, irgendwas ist hinter mir. Oh Gott! Warum sitzt der da? Warum sitzt der da? Die hat er mir hingeschmissen. So, Motte, hier meine Opfergabe, hau ab! Ist da sogar nicht was rechts? Hier. Das ist doch nur eine Attraktion vom Disneyland. Das erkenne ich doch direkt. Hallo? Ist hier was? Oh, ich habe tatsächlich ein Daisy-Trauma als Kind gehabt. Ich war 5 Jahre und war im Disneyland. Und da laufen ja die ganzen kostümierten Disney-Charaktere rum, ne? Drive in the Nails. Ich fahre sowas an den Nägel. Safe hast du McDonald's gewesen. Nee. Hängt da gerade jemand? Ja, ich fahre ja... Oh. Das ist ein falsch rumes Kreuz. Hallo? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Für den Wäscheschacht. Ich glaube, wir kommen gleich mal. Oh ja. Oh. Oh. Ich wollte meine Daisy-Geschichte erzählen. Und jetzt lass die irgendwie auf. Wer ist denn das? Ist nicht der Wallrider. Nein. Hau ab. Was weiterst du denn hier rum? Okay, also die Daisy-Geschichte, während wir hier schon in der Disneyland-Attraktion sind. Und ich wollte ein Foto mit der guten Frau haben. Oh. Okay, ich wollte ein Foto mit der guten Frau haben. Und Daisy hat ja Stöckelschuhe. Damit seid ihr alle vertraut. Sie zum Boden getrampelt. Ja, die ist immer auf die kleinen Füßchen des 5-jährigen Nix getreten. Okay, jetzt pass mal auf. Oh, hast du mit ihr getanzt? Oh. Nö, ich bin hier nicht. Nein, und ich hab geheult. Und. Es war nur eine? Ja, und eine ist keine, sage ich ja immer. Renn! Oh, ich hab ihn ja schon abgehängt. Ja. Und seitdem, war ich kein großer Daisy-Fan mehr. Nachdem die Alte auf meinen Füßen rumgetrampelt ist. Verständlich. Warum habe ich hier so Puls? Alles gut. Bist halt ein bisschen gerannt, ne? Und bist jetzt ein bisschen aus der Puste, erhöhter Blutdruck, ja, alles gut. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ich du muss zurück, oder? Und da, wo du diesen Schalter da reingepackt hast, gibt's noch einen Weg. Also einen zweiten Weg. Ich kann's dir echt nicht sagen, ich hab das verdrängt. Und ich stelle so doof. Ja. Genau, also du gehst da hin und rechts ist eine Tür jetzt, ne?
Da musst du durch und dann links, glaube ich. Oh, nass. Und da geht's weiter. Aber pass auf, ne? Der ist ja auch nicht. Der gute Herr. Wer weiß. Ja. Niemand nie, Nick. Ah, Gott, Dömelein! Der macht seine tägliche Runde. So, wenn er das nächste Mal da rausklettert. Ah, jetzt, mein Puls steigt. Vielleicht bist du ein bisschen erregt. Ich glaube, ich bin verliebt. Ganz ehrlich, der Miles ist verliebt. Er traut sich gerade nur, die Liebe zu gestehen. Kommt er jetzt mal? Hallo? Ich laufe gleich rein. Echo? Echo! Na? Oh, jetzt kommt er auch, oder? Hallo! Hallo! Nuss! Ja! Nick, hinter dir! Ah, Nuss! Da unten! Nein! Da liegt so eine Nuss. Nein, über dir! Ach. Gott, wo ist er denn? Ja, geh mal rein. Ja, mit dem mir entgegenläuft, ne? Nein. Ich bin der Mann da hinten links in der Ecke. Okay. Da kommt der Angestockt. Der ist jetzt, glaube ich, raus. Mach doch noch Tür zu. Ja, wenn, sperre ich mich mit dem hier ein. Nein! Oh, Rollstuhl, Drecksack. Batterie rechts. Ich hab beim Rollstuhlfahrer. Was ist das? Gib mir deine Batterie! Was machst du? Ach, der ist nett, ne? Da liegt... Ach, nimm mal das. Da liegt was Schönes für dich. Der will mich umbringen, oder? Keine Ahnung. Meinst du? Jemand, der mich nicht umbringen will, rennt nicht so aggressiv hinter mir her. Oh, nö, 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 das ist doch... Das ist doch ihr Hexenwerk! Wo ist die Batterie jetzt? Schnell! Da. Oh Gott, 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 oh Gott. Rechts. Ich brauch noch eins. Oder? Echt? Ich weiß nicht. Ich renn erstmal. Oh Gott. Erstmal ausruhen. Oh Gott. Was ist du, Nick? Wenn du beide Batterien da reinpackst, dann schreist du die raus und packen sie zum ursprünglichen Platz. Mein Herz. Oh. Okay. Das ist so, dass er mir kein Wort glaubt. Ich schlender mal zurück, ne? Jojo. Die haben ja nicht durchschaut, dass ich immer hierhin gehe. Das können sie ja nicht wissen. Ich wäre ganz sicher. Na, ja, die KI ist halt doof. Oh Gottchen. Übrigens. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Montag? Achso. Das Video kommt an einem Montag raus. Schön zu wissen. Oh, joi. Da fehlt wohl noch einer. Ich könnte es nicht lesen, aber wahrscheinlich fehlt noch einer. Ja. Wahrscheinlich. Ja, Nick, dann guck mal. Ich hab ehrlich keinen Plan mehr. Hä? Also du musst wieder zu dem Gang und dann wahrscheinlich rechts lang. Oh. Kann auch nicht. Der, also wahrscheinlich, ne? Kann auch sein, dass ich mich irre. Ach kommt! Schluss mit dem Versteckspiel. Jetzt ist hier mal Schluss mit lustig. Nee, ganz ehrlich. Ja, Nick. Jetzt blasen hier neue Winde! Jetzt zeige ich's denen! Nick, wir glauben an dich! Ja!
Mensch! Oh. Das, ich meinte da, genau. Ja. Rechts, ne? Dann nochmal rechts. Nur von der Linken. Tanz mich mal! Close the door. Oh mein Gott! Schick das vor! Schneller! Was passiert eigentlich? Vielleicht kommt der eigentlich dann noch durch, wenn man Sporty? Weiß ich nicht. Freue ich mich jetzt gerade auf. Also eine Batterie. Eine Batterie. Okay, anscheinend nicht. Wo ist denn jetzt das Ding? Guck mal nochmal bei der Leiche da. Ja, da. Ja. Links. Links. Ach. Immer bei den Leichen. In weite Warrun. Nein, ich lade ihn nicht ein. Nee. Auf meine Party kommt ihr nicht. Das sehe ich nicht ein. Darf ich raten? Ich muss das zurückschieben. Hallo? Kannst auch gerne da bleiben, Nick. So. Einfach zurück, einfach zurück. Ich hoffe, da ist er jetzt nicht. Hallo? Und wer hoffe, der wird belohnt! Oder vielleicht doch nicht! Deathback. Deathback. Ja, jetzt ja, wo du sagst. Ich habe halt nie ohne diese Stelle gespielt. Hä? Also ich bin immer in dem Bereich geblieben. Jo. Wo es gefährlich ist. Darum mit dem Schlüssel. Wir haben ihn nicht! Schlüssel weg. Ist runtergefallen, ne? Ja. Muss da zur Wäsche zurück, oder? Ach ja, hier war das. Ach. Weg da! Oder? Ja. Wäsche, ne? Kann ich den Fahrstuhl nehmen? Noch ein Warten-Officer, aber auch lass ihn den Schlüssel fallen. Ja, der hier Doktor hängt da noch zwischen. Ach ja. Stimmt. Hab ich aber auch vergessen. Sollte ich die Treppe nehmen oder mich einfach hinabstürzen? Ja, spring mal lieber, ne? Ist eigentlich egal. Okay. Ich würde auch lieber springen. Okay, hier war ich ja sicher, glaube ich. War hier nicht jemand davor? Nein. Der Typ da, der mit der Haut und so? Ja, der mit der Haut. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Der Typ mit der Haut, was ganz Neues. Hä, der hat es doch gesagt. Die Folge. Ja, geh aus meiner Haut raus. Ja, den meinst du, schon klar. Ich meinte, der Priester ist schwarz. Die Musik wird so dramatisch. Guck mal, wer ist denn da? Der hat ein Messer! Oh. Vielleicht hat er was anderes in der Hand. Stich dich jetzt ab! Netter, sagst du, Türmlein? Warum ist hier nichts? Warum ist hier nichts? Du musst weiter. Ich muss zu dem Kerl? Vielleicht hat er was. Hallo? Ich glaub nicht. Wie kannst du denn solche der Falle reinlocken? Weißt du was, Dürmelein? Weißt du was? Folge ist jetzt vorbei. Oh nein, warte, ich bin hier oben. Folge ist noch nicht vorbei. Ich muss erst mal wieder rennen. Ach. Das olle Dürmelein, ey. So, in diesem Sinne, Dürmelein hat dafür gesorgt, dass ich mal wieder sterbe. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge ist, muss wieder mit dabei. Dürmelein überlege ich mir noch. Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dürmelein mobbt mich. Ich will doch nicht hin. Das ist auch nicht ein Lunger. Oh! Jetzt kommt sie. Mein Pillermann kriegt ihr heute nicht zu sehen. Was? Nein! Was ist das? Hier ist noch eine.